der Voodoo Clan hat in der Schatzkammer von Signatory Vintage gewildert. Herausgekommen ist ein Glen Grant Vintage 2023 Jahre und den gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich bin wirklich gespannt. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Whisky-Kanal Whisky-Helden und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hier heute den brandneuen Glen Grant Vintage 2000 abgefüllt oder ausgewählt vom Woodram Clan. Ja, und hey, das ist meine erste Blumenvase von Signature Vintage. Ich habe schon ewig mir gedacht, ich brauche mal so eine Blumenvase. Ich finde diese Flasche hier, ne, dieses schwere Glas, richtig cool, dieser schwere Korken. Irgendwie kam es aber nie dazu. Irgendwie habe ich keine Brennerei gefunden oder eine Abfüllung, die mir gefallen hat. Und jetzt ist es soweit. Musste erst der Woodram Clan kommen und hier dieses, ja, wahrscheinlich Sherry Bread von Glen Grant abfüllen. Und ich meine, ich habe lange echt überlegt, ob ich mir das Ding hier kaufen soll. Blind 270 Euro auf den Tresen gelegt, das ist natürlich auch schon eine Stange. Jetzt nicht für den Whisky, aber wenn man sowas blind kauft und vorher gar nicht weiß, ob der einem gefällt, 270 Euro auf den Tisch zu legen. Aber ich habe schon einiges vom Woodram Clan verkosten dürfen, habe auch die eine oder andere Flasche hier im Regal stehen. Die haben mich eigentlich alle überzeugt und gerade auch bei Glen Grant, alte Abfüllung, lang gereifter Whisky, wie wir es hier haben, da habe ich auch schon richtig geile Dinger getrunken. Und ja, wenn der Woodram Clan auch da, jetzt sage ich mal, durch die Warehouses von Signatory läuft und dann auch noch ein Sherry-Fass abfüllt, ja, die Jungs sind ja eher auf klassische Bourbon-Fassreifung fixiert, dann muss es ja was richtig Tolles sein. Ne? Und ja, was haben wir hier? Wir haben hier die Cask Strength Collection von Signatory Vintage. Hier steht noch drauf, Glen Grant Distillery Vintage 2000, 23 Jahre alt, Speyside Single Malt Scotch Whisky, abgefüllt mit 57,3 Volumenprozent. First Fill Sherry Butt Finish, Cask Number 4. 693 Flaschen gibt es nur. 25. Januar 2000, destilliert 3.10.23. abgefüllt, selected by Woodram Clan und natürlich Natural Color. Das war's auch schon. Ich zeige euch mal ganz kurz hier die Flasche, die ist schon richtig geil. Ne? Also diese Blumenvasen von Signatory Vintage und auch hier dieser brachiale Korken, da spritzt sogar. Habt ihr das gesehen? Da fliegt der Whisky hier mit raus, tropfenweise. Das ist schon echt schick und boah, das Aroma ist schon da. Wahnsinn. Ja, aber Infos sind ja ein bisschen spärlich. In welchem Fass lag der vorher, wenn er hier noch einen Sherry Butt Finish erhalten hat? Wie lange war das Finish? Ich habe da mal ein bisschen Sherlock Holmes gespielt. Ihr kennt mich auf Facebook. Und da hat der Sebastian vom Woodram Clan nämlich auf irgendeinen Kommentar geantwortet. Und da hat nämlich auch einer genau die Frage gestellt. Und das Ding lag irgendwie 2000 in irgendeinem Sherry Fass. Nicht First Fill hat er noch mit angegeben. Also irgendwie so Second, Third Fill. Und dann wurde der in diese Cherry Butt hier zum Finish gelegt, 2020. Das spricht so irgendwie so 3 Jahre Finish nochmal in diesem Fass Nummer 4. Und der hat schon eine wahnsinnig dunkle Farbe. Ne? Und ja, ich bin echt richtig gespannt. Ich wurde auch schwach. Ich musste diese Flasche dann doch einfach kaufen. Und ja, Glen Grant ist ja so, gehört ja sicherlich zu den Top 5, Top 10 Brennereien mit dem meistverkauften Stoff, ne? Weil die haben ja einmal ihre eigene Range und dann produzieren die auch noch für die Blendindustrie. Ich glaube sogar als eine der Hauptkomponenten im Chivas. Und ja, Hauscharakter ist ja eher so, meine ich, immer so ein bisschen grüner Apfel, ein bisschen frischer, floraler. Getreide, ein bisschen Nuss habe ich auch immer bei Glen Grant und bin jetzt wirklich gespannt, was dieses Cherrybrett hier, und das wird ein Cherrybrett sein, das Aroma, was ich hier gerade gehört habe oder gerochen habe, wo ich euch den Korken gezeigt habe, war schon mal himmlisch. Wir gehen in die Verkostung. Viel Spaß.
Ja, Leute, willkommen in der Verkostung Glen Grant Vintage 2023 Jahre alt vom Woodren Clan Selektiert Signatory Vintage Cask Strength Collection 57,3 Volumenprozent. Und ja, ich bin immer bei diesen Blumenvasen hier. Boah, das ist aber auch ein Brecher von Korken. Muss man immer aufpassen, dass man hier nicht allzu viel verschüttet, weil da kommt schon, ne? Guck mal. Sehr gut. Wow. Der Raum ist jetzt schon voller Duft, voller Aroma, voller Aromatik. Also, das ist schon mal sehr vielversprechend. Was erwarte ich mir von dem jetzt für 275 Euro? Ne, steht der in den Läden, ist auch schon teilweise ausverkauft. Also, da haben viele direkt zugeschlagen. Ich hoffe einfach, dass der diese Oldschool-Sherry-Noten mitbringt. Der darf ruhig ein bisschen modrig sein. Der darf so ein bisschen staubig sein. So Dunnage Warehouse-Charakter oder Aromatik haben und... ja, wir gucken uns das jetzt an. Wir fangen mit dem Nosing an. Puh. Absolut intensiv in der Nase. Süßlich, aber auch würzig. Also das hält sich wirklich, ist eine feine Balance zwischen Süße und Würze. Du hast ja natürlich irgendwie rote Früchte von den Sherryfässern. Ein bisschen Erdbeeren, so frische Erdbeeren. Auch ein bisschen Brombeeren. So ein bisschen Datteln. Datteln, Feigen, nein, nicht Feigen, ja doch, so vielleicht auch ein bisschen Feige. So eine karamellisierte Feige könnte ich mir ganz gut vorstellen. Schönes Leder, etwas so Tabak, mehr so in Richtung Pfeifen, obwohl, na, so ein bisschen vielleicht, so leicht parfümierter Tabak. Also der Alkohol ist echt top eingebunden, ne? 57,3% würde ich jetzt von der Nase her nicht sagen, ne? Also da ist der top drin. Jetzt so leichter, trockener Kakao. Jetzt, wo ich den noch einmal ein bisschen hier so geschwenkt habe, jetzt bin ich wirklich in der Nase bei diesem Old Bottle, nicht Old Bottle, aber dieses Old School Sherry Aroma. Da ist es. So ein bisschen, ja, leicht, nicht modrig, aber diese Staubigkeit im Dunnage Warehouse. Oh. Leder. Weiterhin Tabak, dunkle Früchte, auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen frisch. So ein bisschen Eukalyptus nach hinten raus jetzt. Ja, Eukalyptus ist da. Oh ja, mehr Eukalyptus jetzt. Leichte Nussigkeit halt auch. Vielleicht so ein bisschen karamellisierte Haselnüsse. Jetzt wieder mehr Kakao. Also super abwechslungsreich, komplex in der Nase. Das Ding macht hier richtig Spaß. Ich finde, man hat am Anfang waren es eher so Sherry-Aromen. Vielleicht auch moderne Sherry-Aromen. Zwischendurch hatte ich diesen Oldschool-Sherry, was mir richtig geil gefällt. Ah, die Nase macht Spaß. Super intensiv. Absolut auch was für Sherry-Liebhaber. Oder für Whiskys mit dicken, fetten Sherry-Reifungen. Ich probiere mal ein Schlückchen. Ich bin wirklich heiß auf das Ding jetzt. Auf jeden Fall sehr fasslastig. Die Sherryfässer und diese Sherry Butt Finish sind voll da. Schöner Antritt. Auch hier finde ich den Alkohol 57,3%. Hätte ich deutlich runter, also im Blind Tasting deutlich drunter geschätzt. Irgendwie so vielleicht 50, 52, aber nicht so hoch, definitiv nicht.
Also da merkt man ihnen sein Alter schon an. Absolut gesetzter, sherry-lastiger Whisky. Ich würde hier wirklich vom Sherry-Brett sprechen. Du hast am Anfang diese schönen, dunklen, sirupartigen Früchte, vielleicht auch so ein Karamellsirup mit Frucht, dunkler Frucht, roter Frucht. Aber auch immer begleitend diese schöne Holzwürze, die mir hier wirklich sehr gut gefällt. Jetzt mal, wo der Gaumen erstmalig benetzt ist, gucken wir nochmal, was die Nase so sagt. Auch hier jetzt ein bisschen sirupartiger. Mehr finde ich dunkle Frucht, Brombeeren. Gemischt mit so einem schönen alten Ledersessel. Und mehr Tabak. Während der Eukalyptus jetzt mehr im Hintergrund ist. Karamell. Mehr jetzt dieser Oldschool-Sherry-Moment. Ja. Nochmal ein Schlückchen. Jetzt zweiter Schluck. Man hat sich an diese Würze, an diese Holzwürze aus dem ersten Schluck gewöhnt und jetzt nochmal ganz anderes Aromenprofil. Karamell. Richtig schön dickflüssig, buttrig. Weiterhin natürlich Sherry, dunkle Früchte. Datteln, Rosinen, getrocknete Früchte, Tabak, Röstaromen, dunkle Schokolade, aber auch so eine leichte mineralige Note da, ne? So ein bisschen staubig-mineralische Note, finde ich, hat er am Aroma, was aber nicht schlimm ist, was eigentlich echt gut dazu passt sogar. Und so ein bisschen dieser intensiven Süße, Würzigkeit, den Fruchtaromen, so ein bisschen die Stirn bietet. Ah, die Nase ist ein Traum. Also, wer Sherry geladene Whiskys mag, der wird hier seine hellste Freude haben. Oh. Wow. On point. Also, er ist nicht überladen mit Sherry, aber es ist ein Sherry-Brett. Das muss man auf jeden Fall sagen. Man muss Whiskys mit intensiver Sherry-Reifung mögen. Das ist bei mir aktuell der Fall und passt natürlich perfekt zur Weihnachtszeit. Aber der ist super intensiv, egal in welchem Aroma. Ist es diese sirupartige Süße, sind es diese dunklen roten Früchte, Brombeeren, ist es Karamell, Holzwürze, leichte so Haselnuss, Walnussaromen, karamellisierte Nüsse. Im Nachklang so ein bisschen Mokka jetzt tatsächlich. Mokka mit Leder, mit Tabak. Wenig herb, das finde ich auch das Gute, weil da springe ich ja immer drauf an, was ich nicht so mag. Also das habe ich hier gar nicht. Jetzt, wow. Jetzt, Leute, jetzt nochmal was ganz anderes. Das ist so eine Art Marmelade mit Orangenzeste. Also total orangige Aromen. So ein bisschen dieses Jaffa Cake oder dieses Soft Cake, dieser Keks mit Schokolade und diesem, wie heißt das? Orangengelee, ja. Wow. Nochmal eine ganz andere Seite. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt in der Nase gerade hatte, aber am Gaumen auch. Orangenzeste, spritzige Orangenzeste jetzt. In Kombination mit Schokolade, weniger würzig. Jetzt sind auch die dunklen Beeren gerade eher in den Hintergrund getreten. Und der hat gerade echt beim dritten Mal probieren den Spot auf Orange mit Schoko
und Leder. Geil. Absolut komplex, dieses Teil. Aber das habe ich mir auch erhofft und muss sagen, das war kein Fingriff für 275 Kracher. Das Ding macht hier richtig Spaß und da wird auf jeden Fall Weihnachten auf den Tisch kommen, die Bödelchen hier. Ne? Die Blumenvase, die macht sich hier auch gut. Ne? Also von daher, Fazit, Nase, boah. Jetzt wieder Eukalyptus. Also für diese Komplexität, für diese Aromenvielfalt, für dieses Wechselspiel der Aromen. 4,5 von 5 Punkte. Ich weiß gar nicht, wann ich die zuletzt vergeben habe. Das ist, glaube ich, schon lange her. Wenn ich sie überhaupt jemals vergeben habe. Gaumen 4 von 5. Nachklang. Nee, Gaumen 4,25. Ich korrigiere mich. 4,25. Nachklang ist 4. Also 4,5, 4,25. 4 sind 12,75 Punkte. Ja, 12,75 Punkte. Richtig geiles Teil. Kann ich echt nur empfehlen. Ja, wenn ihr den schon mal habt, probieren können. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr den gefunden habt. Mir schmeckt der bombastisch gut. Tolle Flasche, tolle Abfüllung. Beide Daumen hoch, Woodrun Clan, geil ausgesucht. Vielleicht demnächst nicht nur klassische Bourbon-Reifung abfüllen, auch Sherry. Ihr habt den Riecher, den richtigen Riecher. Das war's von mir. Bis dahin, euer Tim. Tschö.